Hallöchen, meine Lieben, zu meinem neuen Let's Play Yu-Gi-Oh! Königreich der Illusionen. Ich habe das Wii-Teil in der Hand, das brauche ich nicht. Start drücken, neues Spiel, denn das wird eine sehr lange Vorgeschichte. Herausforderung, Geschichte? Was? Wieso Herausforderung? Nee, Geschichte. Ich habe doch hier nicht schon. Das gibt's doch gar nicht. Es interessiert mich. Was ist eine Herausforderung in dem Spiel? Weil ich will die Geschichte spielen. Ich habe auf dieser Memory Card noch keinen Spielstand drauf. Also, kann nicht sein. Hoffe ich zumindest. Geschichte! Ja. Wen nehmen wir denn? Der Yugi oder der Gaiba? Da Yugi ja der Hauptheld der ganzen Sache ist. Yugi. Ist Slifer, den Himmelsdrachen. Ich habe schon immer mit Yugi angefangen. Feldzug. Aber das Spiel wird sehr lange dauern. Aber naja, alles Weitere wird ja auch erklärt. Wer behauptet, die Götter zu kontrollieren, wird in Wahrheit selber von ihnen kontrolliert. Ja, bei den Göttern schon. Wir wissen ja, um was für Götter es sich handelt. Alexander Irvine, Philosoph. Das muss das Labor sein, das in dem Brief an dich erwähnt wurde. SICK Domino Labor. Ja, sieht so aus. Oder SIC. Ich sag SICK. Ziemlich weit weg von der Stadt. Ansonsten ist hier nichts. Das Gebäude sieht schon ziemlich futuristisch aus, oder? SICK ist doch eine berühmte Spielefirma aus Übersee, nicht wahr? Die Firma ist ganz neu in Japan, gehört aber langsam schon zu den Großen. Und obwohl sie noch relativ jung ist, hat sie sich bereits durch mehrere innovative Spiele einen Namen gemacht. Mit 3D-Bildern und virtueller Realität erzeugt SICK unglaublich lebensechte Spielumgebungen. Hört sich so ähnlich an wie das, was Kaibas Firma macht. Laut seiner Einladung machen die genau dasselbe wie Kaiba Corporation. SICK setzt hochmoderne Technologien für die virtuelle Realität der nächsten Generation ein. SICK möchte die gewonnene Technologie für die ungeheuer beliebten Duel-Monster in der Spielebranche einsetzen. SICK wird die Technologie spielerisch weiterentwickeln. Ich bin auch gleich SICK. Die technischen Ziele klingen ja ziemlich wissenschaftlich, aber wenn die mit Duel-Monster arbeiten, muss ich mir das ansehen. Ich auch. Mann, ist das aufregend, aber wieso haben die ausgerechnet uns eingeladen? Ich glaube, die haben alle eingeladen, die sich bei den Turnieren Königreich der Duellanten und Battle City gut geschlagen haben. SICK unterstützt einen Versuch, bei dem das neue Königreich des Duel-Simulators getestet wird. Außerdem bitten wir euch höflich darum, uns dabei zu helfen, Königreich optimal zu gestalten. Da steht auch, dass man Freunde mitbringen kann. Natürlich habe ich sofort an euch gedacht. Ich will dir mal was klarstellen. Ich bin hier, weil ich mich bei den Turnieren gut geschlagen habe. Ach ja, und wo ist deine Einladung? Wahrscheinlich an die falsche Adresse geschickt. Ja klar. Wenigstens wissen wir, dass Yugi als Finalist hier ist. Genau, los Tristan, ich mache euch beide fertig, hier und jetzt. Hört beide auf, wir haben keine Zeit für eine Prügelei. Guck mal, da ist jemand vom Labor. Dann mal los. Du musst Yugi Muto sein. Auf dich haben wir schon gewartet. Jo, das bin ich und das sind meine Freunde. Wunderbar, dann wollen wir doch alle mal reingehen, oder? Ja. Nach ihm. Hey Yugi, haben wir den Typen nicht schon mal bei der Kaiba Corporation gesehen? Ich glaube schon, aber die Leute bei der Kaiba Corporation sind ja alle ein bisschen schräg drauf. Du hast recht, ich habe früher bei der Kaiba Corporation gearbeitet. Verdammt, der hat uns gehört. Wir sind fast am Hauptlabor. Moment, ich muss hier mal was ausmachen. Okay. Was um alles in der Welt? Das ist der neueste Simulator von SICK. Der Codename lautet Königreich. Ist aber nur ein Prototyp. Die Duell-CD haben wir aus verpackungstechnischen Gründen verwendet. Innen drin ist ausschließlich Original-Hardware von SICK. Und damit erschaffen sie die Welt von Duel-Monster? Ja, unsere Tests von Königreich waren bis jetzt sehr erfolgreich. Wir haben auf der Grundlage von Duel-Monster eine ganze Fantasiewelt aufgebaut. Wir möchten, dass ihr uns beim Testen des Simulators helft. Ihr, blablabla. Dazu müsst ihr einfach nur ganz normal spielen. Der Simulator unterstützt mehrere Teilnehmer, ihr könnt also alle gleichzeitig loslegen. Im Multiplayer-Modus schlüpft jeder in eine andere Spielfigur. Klingt nach einem dieser beliebten Netzwerkspiele. Diese neuen Spiele sind so cool. Königreich ist eine Fantasiewelt, in der Monster lebendig werden. Ihr schließt euch dem Widerstand an und kämpft gegen das Imperium, das die Bevölkerung unterdrückt. Natürlich habt ihr alle unterschiedliche Spielfiguren. Das Spiel soll ein paar Stunden dauern. Eure Daten schneiden wir von Anfang an mit. Ah, das dauert allerdings ein paar Stunden. Alleine eine Story mit Yugi jetzt, die wir anfangen, wird auch schon sehr lange dauern. Also stellt euch auf ein langes Let's Play ein. Q
Cool, worauf warten wir noch? Los geht's. Jawohl. Mann, ist das aufregend. Wie wird das wohl sein? Hey, Yugi. Kommt dir das irgendwie komisch vor? Hä? Was meinst du? Der ganze Simulator scheint mir verdächtig. Das bildest du dir nur ein. Hey, jetzt geht's endlich los. Das Imperium Sigwarts herrscht seit 300 Jahren über den Kontinent Rondeval. Jetzt steht es vor einer Krise. Seit Heshin als 12. Kaiser den Thron bestieg, herrschen im ganzen Reich Korruption und Gewalt. Den man übrigens aus Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories kennt. Und auch den Typ, der neben ihm steht. Die Untertanen werden unterdrückt, doch niemand erhört ihre Klagen. Heshin und die Gruppe Auserwählter leben in Saus und Braus. Ihren verschwenderischen Lebensstil finanzieren sie durch hohe Steuersätze. Die meisten Untertanen stehen deswegen vor dem Ruin. An den Grenzen des Reiches rebelliert man bereits gegen den Kaiser. Der Aufstand hält sich mittlerweile bis in den Norden des Reiches auf die Insel Vaxi. Hat sich mittlerweile bis in den Norden des Reiches auf die Insel Vaxi ausgedehnt. Was ist los? Keine Ahnung, aber ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Königreichssimulation überlastet, Simulator. Sicherheitssperre aktiviert, Übergang zum Modus 2 wird eingeleitet. Übergang zum Modus 2 abgeschlossen. Sperrmodus für Königreichssimulator aktiviert. Was ist hier los? Oh! Yugi. Passiert? Lord Yugi. Lord Yugi, wacht auf, bitte, Lord Yugi. Oh, mein Kopf. Ihr scheint wieder zu euch zu kommen. Wo bin ich? Wie bitte? Ihr seid plötzlich bewusstlos geworden, aber ihr seid in der Hafenstadt Makat, an der Westküste der Insel Vaxi. Vaxi? Mitten in unserer Konferenz seid ihr ohnmächtig geworden, erinnert ihr euch nicht? Lord Yugi, bin ich das? Ihr scheint auf einmal einen Gedächtnisschwund zu leiden. Lasst mich euch die Situation schnell erklären. Euer Name ist Yugi, ihr seid der Anführer des Widerstands hier in Makat. Wir waren gerade dabei, unseren nächsten Angriff zu planen, als ihr ohnmächtig wurdet. Wir haben die kaiserlichen Truppen durch eine Finte dazu gebracht, sich aufzuteilen. Ethos, der Herrscher über dieses Land, wird nur noch von ein paar Soldaten bewacht. Das wäre die perfekte Chance gewesen, sich des Unterdrückers zu entledigen. Wir standen kurz vor unserem Angriff. Könnt ihr euch denn an nichts erinnern? An gar nichts? Nein, an gar nichts. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wovon ihr da sprecht. Aber es hört sich so an, als erwartet ihr von mir, den Oberbefehl über den Widerstand zu übernehmen. Das ist korrekt, Lord Yugi. Ihr seid immerhin der Oberbefehlshaber des Widerstandes. Ohne euch haben wir nicht einmal genügend Marschälle. Marschälle, das klingt so komisch. Ihr müsst das Kommando an der Front führen. Marschälle, hätte ich jetzt eher gesagt. Marschall? Auweia, habt ihr denn wirklich alles vergessen? Ein Marschall ist eine Art General. Im Kampf dreht sich alles um ihn. Im Gegensatz zu einem normalen General, der seine Soldaten kommandiert, kontrolliert der Marschall Monster mit seiner Macht und lässt sie mit denen seines Feindes kämpfen. Diese Monster haben eine unglaubliche Kraft. Jedes einzelne von ihnen ist so stark wie mehrere tausend menschliche Soldaten. Deswegen kann ein Marschall Schlachten entscheiden. Diese Monster lassen sich allerdings nur von wenigen Menschen kontrollieren. Zusammen mit euch verfügt der Widerstand über lediglich 3 Marschälle. Ihr wollt mir also einreden, ich hätte das Zeug zum Marschall? Natürlich, und zwar einer der besten, mein Herr. Ich fürchte jedoch, dass eure Kräfte in eurem momentanen Zustand ein wenig gelitten haben. Ihr müsst es euch im Kampf langsam wieder aneignen. Zu Beginn werde ich euch dabei helfen, Lord Yugi. Denkt daran, dass die kaiserlichen Einheiten für gewöhnlich ebenfalls über einen Marschall verfügen. Um diesen zu schlagen, müsst ihr eure Kampfinstinkte wieder in euch wecken. Zunächst ist es jedoch vonnöten, unsere Strategie zu Ende zu planen und unsere Einheiten zu organisieren. Kommt hier entlang. Ja, ist das viel. Da sind wir in eine schöne Schlamassel geraten. Ich weiß, sieht nicht so aus, als hätten wir das Spiel unter Kontrolle. Wir können wohl getrost annehmen, dass wir in dieser Fantasiespielewelt gefangen sind. Wahrscheinlich hat man uns von Anfang an als Versuchskaninchen eingeplant. Ob unsere anderen Freunde wohl auch hier sind? Da gehe ich von aus. Wahrscheinlich sind sie genauso verwirrt wie wir und stecken jetzt in irgendwelchen Rollen. Wir müssen raus aus dieser Welt, egal wie. Ich weiß nicht, ob uns die Techniker von Sieg die ganze Wahrheit erzählt haben, aber die meinten ja, es wäre nur ein Spiel. Oh oh. Und dann muss es auch ein Ende geben. Vielleicht müssen wir es einfach nur durchspielen, alle Level schaffen. Klar, und dann können wir hier raus, logisch. Der Rest unserer Freunde wird wohl auch hier sein. Wenn wir uns gegenseitig helfen, sollten wir einen Weg nach draußen finden. Eine andere Möglichkeit haben wir momentan noch nicht. Oh, wie viel Zeit habe ich schon verblabert? Oh, gut 10 Minuten. Bitte seht euch diese Karte von Rondeval genau an. Wir befinden uns hier in Makat. Da oben, ja, am Arsch. Und unten, ich kann es euch schon mal sagen, wo es enden wird. Also unten bei diesem komischen Rüssel da.
Also wenn man quer rüber geht unten, also unter Sigvartis, unter Sigvarts da hinten. Unten da rechts. Dieser komische Schuh oder Rüssel, so wie es aussieht. Das wird unser letztes Ding sein. Alles andere müssen wir in der Zwischenzeit machen. Und das ist das Ziel unseres nächsten Angriffs. Wir werden den Rest der Insel Vaxi befreien. Okay. Alles in grün. Dafür müssen wir die östliche Provinzhauptstadt zu gut. Ja, unter unsere Kontrolle bringen. Ja, mach ihn. Verstehe. Zugut ist ein großes Schloss im Nordabschnitt. Es ist gut befestigt und wird von einer großen Streitmacht verteidigt. Bei einem Frontalangriff haben wir keine Chance. Zuerst müssen wir den Gegner dazu bringen, seine Truppen zu zerstreuen. Wenn wir Orte wie Makat von Ethos und angrenzende Gebiete befreien, können wir Zuguts Streitkräfte verwirren. Und wir konnten die Verteidigungslinien schon dort ein wenig schwächen, indem wir Köder einsetzten. Lasst uns konzentriert angreifen und unseren ersten Sieg feiern. Okay, was soll ich machen? Ihr werdet eure Marschälle auf das Schlachtfeld führen und die gegnerische Hauptbasis angreifen, Lord Yugi. Lord Yugi, ich rede zu schnell. So stark wie ihr bin ich gewiss nicht, aber auch ich werde ein Team aus Monstern übernehmen und euch zur Seite stehen. Denkt immer daran, dass kein anderer eurer Marschälle auch nur annähernd über eure Kräfte verfügt. Ihr seid für uns von größter Bedeutung. Dazu muss ich sagen, ich habe das Spiel mit Yugi gestern, diese Story mit Yugi gestern durchgemacht. Nach etlichen Stunden. Und Yugi war nicht mein Stärkster. Also er ist zwar der Wichtigste, weil er der Marschall ist. Und wenn Yugi kaputt geht, oder seine Monster sterben, also ohnmächtig sind, sage ich mal, sterben, ist ja übertrieben, dann ist das Spiel gelaufen, dann können wir die Mission von vorne anfangen. Aber Yugi war nicht mein stärkster Mann. Das war, glaube ich, Mai, wenn ich mich nicht irre. Die war insgesamt die Stärkste. Und er hier war auch nicht ganz schlecht, hier, unser Helfer da oben. Euer Erfolg auf dem Schlachtfeld ist der Schlüssel für den Sieg des Widerstandes. Es sind noch viele andere Details zu planen. Wir wollen zunächst unsere Einheiten für den schweren Kampf organisieren, der vor uns liegt. Was genau meint ihr mit organisieren? Ihr werdet euch daran erinnern, dass ich eben über die Marschälle der feindlichen Armee sprach. Nur ein Marschall, der seinen eigenen Monster befehligt, hat eine Chance gegen diesen feindlichen Marschälle. Marschälle? Das klingt so falsch. Egal wie stark oder schwach ein Marschall ist, er kann bis zu 3 Monster steuern. Wir kämpfen gegen ein riesiges Reich. Die Anzahl und die Stärke seiner Monstereinheiten sind wirklich zum Fürchten. Wir müssen unsere eigenen Monster in Einheiten organisieren, damit wir gegen den Feind antreten können. Glücklicherweise haben sich mehrere Monster willens gezeigt, für unsere Sache einzutreten. Zuerst müsst ihr also diese Monster in Gruppen organisieren und dann den jeweiligen Marschall zuordnen. Eine Monstergruppe wird als Team bezeichnet. Bitte merkt euch diesen Begriff, Lord Yugi. Team! So lasst uns mit der Zusammenstellung unseres Teams beginnen. Danach werden wir sie in die Schlacht schicken. Gebt mir Bescheid, wenn ihr bereit seid. Richtet euer Augenmerk besonders auf das mittlere Monster im jeweiligen Team. Team! Dieses Monster führt das Team an. Die Geschwindigkeit der gesamten Einheit und andere Faktoren werden von ihm bestimmt. Ich verstehe. Ich setze jetzt meine Teams zusammen. Oh. Darf ich? Ach, goodness. Okay. Das hier, die Mädel heißt Fitzdis, sieht man oben links. Die nehme ich auch mit. Wenn wir schon 3 auswählen dürfen, dann wählen wir 3 aus. Okay, was haben wir denn hier? Yugi hat, ich weiß sie nicht mehr. Kuribo, der Elfenschwertkämpfer, und wie das andere Monster da heißt, weiß ich nicht. Die heißen hier aber auch anders. Also ich gehe jetzt von den Namen aus, die man sonst kennt, von den Karten und so. Kuribo kennt man ja, keltischer Wächter, wilder Kobold. Genau, der wilde Kobold war es. Wir schauen mal, ob wir noch was anderes haben. Nein, die Monster sind alle belegt, also werde ich sie wohl auch so lassen. Ich meine, wenn Yugi die schon bekommt, auf den Leib geschneidert, dann... Ich kann ihm doch kein Kuribo lassen, das ist doch peinlich. Für so einen wie Yugi ist das doch voll peinlich, oder? Aber was anderes will ich ihm jetzt auch nicht geben. Aber lassen wir es, wie es ist, ne? Wow, ich sollte vielleicht schon mal den Part beenden. Wir haben schon fast 15 Minuten auf der Uhr, nur von diesem ganzen Gequatsche. Aber ich denke mal, dann können wir auch im nächsten Part damit anfangen, richtig mal loszulegen und zu kämpfen und so und alles und drum und dran und bibabo. Ja genau, das werden wir dann alles im nächsten Part sehen, wenn es wieder heißt Yu-Gi-Oh! Königreich der Illusion. Bis dann!